Ja, hallo Leute. Ja, ich war gerade bei der Post, bei meinem Postfach und ja, da kriegte ich einen Schlüssel von dem Postfach. Da stand dann drauf, Fach U sollte ich öffnen und habe das dann gemacht. Das Fach U war unten ein großes Fach. Ja, und Insta hat mir also meine Kamera, meine Ersatzkamera geschickt und die war in dem Fach U. Den Schlüssel soll man dann wieder ins Postfach legen. Wenn ihr sehen wollt, wie es jetzt weitergeht, dann bleibt jetzt dran. Also, bis gleich. So, hier ist meine Kamera, meine Ersatzkamera, die man mir geschickt hat. Ich packe die jetzt mal eben aus. Und dann sehen wir mal weiter. Mal gucken, was man mir alles geschickt hat. Ob man mir jetzt. Ich habe ja nur die Kamera eingeschickt, weil die ausgetauscht werden sollte. Mal gucken. Na. So. Da ist die Kamera. Einmal komplett neu, offensichtlich. Dann machen wir doch mal, gucken wir doch mal, wie es hier weitergeht. Habe ich jetzt alles neu bekommen? So wie es mir scheint. So, hier haben wir noch eine Kiste. So. Tatsache, alles komplett neu. Ja, Wahnsinn. Also. Insta360, vielen Dank. Ich bin gespannt. Ja, machen wir mal die ganzen Aufkleber ab. Hier noch ein. Na. So, und noch ein. Hier hinter ist auch noch einer. So sieht das aus. Okay, neuen Akku haben sie mir auch noch geschickt. Ja, wunderbar. Dann mache ich doch mal meine Karte rein. Meine Speicherkarte. So rum. So, Speicherkarte drin. Das Display lässt sich nicht abnehmen, also wie ihr hier seht. So, dann schalten wir das Teil mal ein. Nehmen wir mal noch das Handy dazu. So, erstmal die Sprache auf Deutsch. Auf Weiter. Und jetzt muss ich die aktivieren. Die Insta-App geöffnet. So, machen wir mal hier auch die Bildschirmaufnahme an. So, Bildschirmaufnahme. So, hier erscheint jetzt hier meine neue Kamera. Da gehe ich jetzt mal auf Verbinden. So sieht das aus. Bestätigen. Jetzt muss man hier bestätigen. So. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Und verbinden. So, und neue Firmware. Download starten.
Firmware wird hochgeladen. Also man hat mir tatsächlich eine komplett neue geschickt und mit allem Zubehör nochmal dazu. Ich habe also jetzt noch einen zusätzlichen Mount und einen Akku bekommen, was natürlich super ist. Ja, vielen Dank Insta. Ich bin echt begeistert und freue mich auf die neue Kamera. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Neustart, so. Update erfolgreich, Neustart. So, die startet wieder. Steht wieder hier das Einschaltscreen. So, verbinde das Gerät erneut. So, dann machen wir das doch mal. Verbinden. Und aktivieren. Erledigt. So, jetzt kann es losgehen. Jetzt kommen die ganzen Menüs natürlich wieder. Ich muss alle meine Einstellungen neu machen, aber das ist ja normal. Jetzt kommt hier dieses Menü hier, was mir anzeigt, was hier alles geht. So, dann machen wir doch mal das, lassen wir mal so. Jetzt schiebe nach oben, um die Einstellung für die Aufnahmespezifikation aufzurufen. Schiebe nach unten, um die Geräteeinstellungen zu öffnen. So, was haben wir hier noch? Quick Capture bestätigen. Okay, ja, dann kann es losgehen. Was haben wir noch? LEDs aus, Ton. Machen wir mal auf gering. Schiebe den Rand des Bildschirms nach rechts, um das Album aufzurufen. Okay. Tippe, um zu zoomen. Okay. Dann gehen wir mal auf Horizontalsperre. Okay, das geht auch. Super. Ja. Dann gehen wir mal auf 4K 30. Stabilisierung auf Standard ist gut. Fertig. Ja, wunderbar. Also, der Akku ist halb geladen. Dann machen wir doch mal hier direkt eine Aufnahme. Weitermachen wir uns mit den Tasten. Funktionen vertraut. Starten. Aufnahmetaste. Oben ist die Aufnahmetaste. Okay. Ich zeige euch das auch mal eben. So. Dann Power-Taste zeigt er hier an. Dann Entriegelungstaste. Und fertig. Ja, wunderbar. So, dann mache ich doch mal hier direkt ein Video kurz mit der Kamera. Zugriff auf Kameradateien nicht möglich. Ja klar, logisch. Ist ja richtig. So, dann stoppen wir hier mal. Achso, wenn die Videoaufzeichnung angehalten wurde, wische nach links, um zu entriegeln. Okay, dann machen wir das mal. Habe ich jetzt. So. Nachdem die Aufnahme angehalten wurde, drücke den Auslöser, um die Aufnahme fortzusetzen. Seht ihr hier? Bestätigen. So, und jetzt läuft auch die Aufnahme weiter. Ne, läuft noch nicht weiter. Erst wenn ich drücke. Aufnahme ist pausiert. Tippe auf das Symbol unten. Also ihr seht das hier auch, glaube ich. Ich hoffe, dass ihr das seht. Wenn nicht, dann kann ich es nicht ändern. So, und jetzt kann ich hier oben drauf drücken, zum Beenden der Aufnahme tippen. Steht jetzt hier? Okay, dann mache ich das mal. Kann ich jetzt hier tippen. So, jetzt ist die Aufnahme komplett beendet. Okay.
Ja, wunderbar. Ja, freut mich. Danke, Insta. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, also ich werde jetzt die Kamera nochmal auf Herz und Nieren testen und einige Aufnahmen damit machen. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Also, bis bald. Falls euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen hoch und macht ein Abo. Es kommen noch mehr Videos. Ich habe auch noch, wenn ich die 500 Abonnenten voll habe, habe ich auch noch was zu verlosen. Also, wer abonniert, gewinnt. Vielleicht. Also, macht's gut. Ciao.